Krisen jedweder Form sind für mich so etwas wie der Spiegel der Gesellschaft. Denn Krisen wecken das Tier in uns. Der Grund dafür ist der damit verbundene Stress. Denn wenn wir Stress haben, dann schüttet unser Körper Adrenalin aus. Und Adrenalin hat eine, nennen wir es, ungünstige Nebenwirkung. Es macht nämlich blöd. Unter Stress funktionieren meistens nur tief verwurzelte Verhaltensmuster. Verhaltensmuster, die leider auch allzu oft als Blaupause für Stereotypen herhalten müssen. Und dennoch wohnen in uns allen kulturelle Eigenheiten, auf denen eben diese Stereotype tatsächlich beruhen. Das heißt, in denen auch ein Quäntchen Wahrheit steckt. Wir schreiben das Jahr 2021 und neben der mittlerweile seit einem Jahr andauernden Pandemie jährt sich dieses Jahr auch zum 10. Mal das große Tohoku-Erdbeben. Hierzulande eher als Atomkatastrophe von Fukushima bekannt. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich damals völlig fassungslos vor dem Fernseher sah und wie mein Herz klopfte, als das erste Mal davon die Rede war, dass der Großraum Tokio eventuell evakuiert werden müsste. Aber neben diesem Schock und der Angst hat mich etwas an dieser Katastrophe zutiefst fasziniert. Wie Japan als Land und wie auch die Japaner selbst mit dieser Katastrophe umgegangen sind. Tja, und nun, 10 Jahre später, stecken auch wir in einer Krise. Eine Krise, die mich dazu veranlasst hat, einen Vergleich anzustellen. Einen Vergleich der Mentalitäten, an deren Ende die Antwort steht, warum wir Deutschen vor allem auf zwischenmenschlicher Ebene so viel schlechter durch die Pandemie kommen als Japan. Zunächst einmal müssen wir uns vor Augen führen, dass sowohl die Pandemie als auch die Tohoku-Katastrophe ähnlich sind, denn beiden wohnt eine tiefe Verunsicherung und die Angst um das eigene Überleben inne. Das heißt, weder wussten die Japaner damals, wie schlimm es tatsächlich ist, und auch wir wussten vor einem Jahr zu Beginn des Lockdowns nicht, wie gefährlich Covid für uns sein kann. Und ich weiß noch, wie mich 2011 total fasziniert hat, mit welcher Ruhe und Gefasstheit die Japaner an die Bewältigung dieser Krise herangegangen sind. Dieses ganz und gar nicht sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Das sich nicht beklagen, sondern einfach nur anpacken und helfen. Hat mich damals zutiefst beeindruckt. Und eines muss ich an dieser Stelle klarstellen. Natürlich haben auch die Japaner gelitten. Aber sie haben sich wie immer zurückgehalten, um andere nicht mit ihrem eigenen Schmerz zu belästigen und das Feuer so noch weiter anzufachen. Ich meine, Panik, Tumulte, große Demonstrationen, die zumindest danach durchaus angebracht gewesen wären, Fehlanzeige. Ja, natürlich gab es auch in Japan Hamsterkäufe. Aber in einem Maß, was absolut nicht mit unserem Klopapiervorfall vom letzten Jahr zu vergleichen wäre. Nein, es war verdammt ruhig unter den Japanern. In Deutschland, wo das Jammern und das sich Beschweren im letzten Jahr von einer lustigen Marotte zu einer Höchstform aufgelaufen ist, wurde schon damals nicht verstanden, dass das in Japan vielleicht einfach weniger stark ausgeprägt sein könnte. Die mediale Verwunderung darüber, dass die Menschen sich dort nicht so beklagen wie wir, wurde ganz schnell umgemünzt in die Frage oder die Tatsache, dass das ja doch sehr geheimnisvolle und merkwürdige Menschen sein müssen, wenn die ihre Gefühle so nicht zeigen. Beziehungsweise, dass sie eventuell vielleicht sogar gar keine Gefühle haben könnten. Der Opfermut für die Gemeinschaft der Fukushima 50, also der Arbeiter und Feuerwehrleute, die sich dafür entschieden haben, im Kraftwerk zu verweilen, um das Schlimmste zu verhindern, wurde hier als etwas Unnatürliches dargestellt und nicht etwa als eine großartige menschliche Tat, die es erstmal ohne Zweifel war und auch noch heute ist. Ich meine,
da gab es Menschen, die sich sagten, das muss gemacht werden, wir sind die Spezialisten, wer soll's denn sonst machen außer wir? Und wir Deutschen oder die deutschen Medien, die konnten sich wiederum nur vorstellen, dass das ja alles unter einer Art Zwang passiert sein muss oder vielleicht sogar unter so einer Art Leibeigenschaft. Und genau das Gleiche hat sich auch während der Pandemie in Japan wiederholt. Dem Rat der Experten Folge leistend und sich im Sinne der Gemeinschaft rücksichtsvoll verhaltend, hat eine, ich nenne es jetzt mal Spaltung der Gesellschaft, dort nicht stattgefunden. Tja, und wir Deutschen, ja, wir haben über die letzten Jahrzehnte eine Eigenart oder eine Eigenschaft entwickelt, mit der wir uns schon länger und auch vor allem im letzten Jahr regelmäßig selbst ein Bein stellen. Das eben bereits angesprochene ewige Jammern und Meckern. Ich meine, egal was es ist und egal worum es geht, erstmal ist alles Kacke und Scheiße. Darf man das auf YouTube sagen? Vom Wetter bis dahin, dass man ums Verrecken keine Maske anziehen will. Alles beschissen. Und überhaupt muss sowieso alles erstmal mit ganz viel Vorsicht und Angst betrachtet werden. Ich meine, dieses Internets, das ist uns doch bis heute irgendwie nicht geheuer. Und dass einige immer noch nicht imstande sind, es richtig zu nutzen, das sieht man ja an den ganzen Leerdenkern. Heißt, wir fangen auch wieder an, uns so vor längst etablierten Dingen plötzlich zu fürchten. Zum Beispiel vor Impfungen oder eben der Wissenschaft an sich. Das Leben an sich scheint dem Deutschen irgendwie nicht so ganz geheuer zu sein. Und dabei verharren wir irgendwie in so einer ganz merkwürdigen Haltung des Nichtstuns. Und der Grund dafür, der ist wiederum relativ einfach zu erkennen. Das Jammern und Meckern ist vor allen Dingen Ausdruck des eigenen Egoismus, dass es einem jetzt irgendwie plötzlich schlechter geht als vorher oder schlechter gehen könnte als vorher. Und natürlich auch der Angst vor Veränderung oder der Angst, die eigene Komfortzone vielleicht mal verlassen zu müssen. Und wenn dann noch einer daherkommt und den Deutschen erzählt, dass es Länder gibt, wo das anders läuft, dann geht's richtig rund, weil das kann er so gar nicht ab, der deutsche Michel. Wenn man gut über andere Länder oder andere Kulturen spricht, ohne dabei sofort lobend zu erwähnen, wie toll und wunderbar es doch hier in Deutschland ist, was auch irgendwie nur ein Echo einer längst vergangenen Zeit ist, soll man sich bitte sofort verpissen, nur um sich dann auf dem Absatz umzudrehen und dann wieder irgendwas vom armen Deutschland zu faseln. Denn dass hier alles Kacke ist, das lässt der Deutsche sich nicht von irgendwem erzählen, das weiß er nämlich selbst am allerbesten. Abgesehen davon, dass hier eben nicht alles Kacke ist, verharrt der Deutsche irgendwie in so einer ganz merkwürdigen Passivität, in so einem abwartenden Modus. Hier wird nichts angepackt oder verändert und darüber hinaus betrachtet man alles mit Argwohn, wo das irgendwie anders läuft. Wie zum Beispiel in Japan, wo man sich irgendwie so ein bisschen mehr aufs Machen statt aufs Warten spezialisiert hat. Ich meine, während wir Deutschen noch damit beschäftigt sind, darüber zu diskutieren, warum irgendetwas aus ganz bestimmten Gründen nicht geht, fährt der Japaner mit 400 Stundenkilometern von Tokio nach Osaka. Es ist mal wieder dieses Ich versus Wir. Dieses Beharren auf dem eigenen Standpunkt und dem Verweilen in der eigenen beschränkten Welt. Die neben einem selbst keinen Platz mehr für andere hat. Nun, diesen Luxus, sich so zu verhalten, den kann man sich vielleicht in guten Zeiten leisten, aber in Krisen fällt einem das dann letztendlich auf die Füße. Und wenn einem dann die Argumente ausgehen, dann denkt man sich ganz schnell eine kleine Verschwörung aus, um davon abzulenken, dass man vielleicht selbstbeteiligter in diesem ganzen großen Konglomerat sein könnte und das eigene Verhalten dazu beiträgt, dass es ist, wie es ist. Und ich frage mich zunehmend, woher diese Skepsis, diese tief sitzende Unzufriedenheit gepaart mit Passivität herkommt. Ich meine, wir waren doch auch mal so voranschreitend, innovativ, dem Neuen offen gegenüber, das Land der Dichter und Denker. Was ist damit passiert? Wann und wo haben wir das verloren? Und bevor jetzt wieder einer um die Ecke kommt. Nein, auf der anderen Seite ist das Gras natürlich nicht unbedingt grüner als hier. Aber vielleicht nicht ganz so dicht und ganz so hochgewachsen. Das heißt, so dicht, dass man kaum noch durchkommt. Was ich mir für uns wünsche, weniger passives Gejammere und mehr aktives Shoganai. Es ist jetzt wie es ist, also lasst es uns anpacken, denn es muss halt einfach gemacht werden. Denn das ist es, was Japan von uns so stark unterscheidet.
Ja, dieses Video ist ein Aufruf. Ein Aufruf, endlich mal dieses passive, alles ist schlecht, alles ist scheiße und das geht nicht und das geht nicht, endlich mal abzulegen. Diese Angst vor allem Neuen, weil das ist es, was es letzten Endes ist. Angst vor Neuem, Angst vor Veränderung. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat und warum wir darin jetzt verharren. Das ist ja quasi wie im Mittelalter, als dann die Hexenprozesse anfingen, weil man Angst vor irgendwas Unbekanntem hat. Das Problem ist, die Leute denken hierzulande irgendwie neuerdings, dass sie alles verstehen müssten, alles wissen müssen und wenn sie es nicht verstehen, dann kann es gar nicht sein. Zum Beispiel Impfungen. Ich meine, ich habe auch keine Ahnung, warum ein Flugzeug fliegen kann, aber es fliegt, Herrgott. Weil es einfach Menschen gibt, die schlauer sind als ich und das hingekriegt haben. Also können wir doch endlich mal darauf vertrauen, dass es auch kluge Köpfe gibt, die andere Dinge tun, die funktionieren. Aber das ist uns irgendwie abhanden gekommen. Diese Aufbruchsstimmung, die neuen Ideen, das scheint alles weg zu sein. Wie seht ihr das? Bin ich da gerade so pessimistisch? Ich meine, das springt einem ja überall entgegen. Sehe ich das zu schwarz? Seht ihr das anders? Kann ja durchaus sein, dass ich da in einer merkwürdigen Bubble gefangen bin. Schreibt's mir doch mal unten in die Kommentare rein. Tja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer total darüber freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben dalassen könntet und wenn ihr auch in Zukunft neue Videos über japanische Kultur, Zen und Kampfkunst sehen wollt, dann lasst mir doch auch an dieser Stelle nochmal schnell ein Abo da und vergesst dabei auch die Glocke nicht, weil dann werdet ihr sofort darüber informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, matane!